Was? Geht! Waff! Bande! Herzlich willkommen zurück zu diesem wunderbaren neuen kleinen Video. Ich mache heute ein kleines Announcement erstmal ein bisschen für euch. Leute, wenn es euch gefällt, natürlich lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn ihr neu dabei seid. Kleines Announcement für euch. Was ihr auf jeden Fall nicht, weswegen ihr auch abonnieren solltet, die Tage nicht auf dem Kanal verpassen solltet, ist, wir als Waffelbande kriegen höchstwahrscheinlich jetzt bald einen kleinen, ein bisschen süßen Familiennachwuchs. Ich blende euch mal hier kurz eine ganz Mini-Sequenz ein von dem, was die nächsten Tage auf euch zukommen wird. Von daher... Kill him with kindness, das wird auf jeden Fall sehr süß. Stay tuned für Videos über den guten Herrn. Dann auf der anderen Seite habe ich noch einen Mobile Key für Mobile Fortnite, den ich heute Abend verlosen werde, auf meinem Discord-Server. Ich habe jetzt einen Discord-Server. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, setzt euch auf jeden Fall damit auseinander. Ist besser als Skype, ist besser als Teamspeak in den meisten Fällen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Connectet gerne mal. Der Link ist der allererste in der Beschreibung. Und um 20 Uhr heute oder 21 Uhr in dem Channel Ankündigungen, seht ihr direkt am Anfang, wenn ihr auf den Server joint, werde ich diesen Key raushauen. Da könnt ihr draufklicken, den könnt ihr dann kopieren. Und der als erster kommt, kriegt noch einen Mobile-Fortnite-Zugang. Ansonsten ist da schon ein großer Teil der Community drauf. Ich habe es gestern mal so im klammheimlichen Abends rausgetwittert und geinstagrammt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall vorbeischauen würdet. Dann können wir da ein bisschen direkter kommunizieren. Und in der Zukunft kommt da vielleicht noch das ein oder andere auf euch zu. Beziehungsweise gibt es noch ein paar andere Sachen, die würde ich auch gerne verlosen. Und das würde ich gerne mit euch direkt reden auf die Regeln auf dem Discord. Da können wir nämlich auch zusammen ein bisschen schreiben. Also joint bitte, das würde mich freuen. Und jetzt geht's mal los mit einer entspannten Runde. Duo, Kev ist einfach gerade gejoint. Blitzschnell Solo-Runden. Ich guck mal, ob ich noch irgendwas kann. Ich habe jetzt 5 Tage nicht mehr wirklich gespielt, Leute. Let's go. Okay, wir sind jetzt schön in eine kleine Runde gejoint. Da unten ist Retail und da ist noch Tomato Town. Und ich weiß nicht, wo wir da am besten hingehen sollten. Das ist ja der Blitzmodus, der immer noch da ist. Es gibt ja die Solo-Version davon. Haben wir jetzt schon mal die Tage probiert zu zocken. Ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Deswegen möchte ich mich eigentlich jetzt gerade für den Anfang nicht so ultra weit aus der Zone rausbegeben. Ich guck mal, ob ich hier das Zeug mache. Da bin ich eigentlich absolut kein Fan von. Oh Gott, da sind aber, glaube ich, ein paar Fans unterwegs davon. Aber... hier dieser wunderbare Containerpark, der wird mich heute mal ein bisschen kennenlernen. Vielleicht ist es ja die Offenbarung, die ich dann nur noch bekomme von dem Containerpark. Oh Gott, da ist schon ein Kollege. Oh. Da ist jemand. Oh. Ich bin sehr pink jetzt mit dem neuen Skin, Leute. Ein bisschen Angst. Shotgun und so ist natürlich hier deutlich entspannter. Hier rechts hat irgendjemand nachgeladen, glaube ich. Ich muss sagen, dieses Verwinkelte von dem Teil hier kann ich überhaupt nicht leiden. Ob jetzt den hier nochmal. Oh Gott. Gucken wir mal. Da unten sind noch welche. Ja, okay, die sind hier drin, glaube ich, ne? Direkt vor mir, ja. Die sind genau vor mir drin, die Schweinebacken. Mal, ob wir uns hier entspannt durchbauen können. Ja, der ist gleich down. Außer, ich wollte gerade sagen, wir kriegen da nochmal eine ganze Geschichte ab. Wird höchstwahrscheinlich nochmal jemand kommen. Deswegen baller ich mir direkt den Trank, Leute. C4. Kleine Tränke wären auch noch da gewesen. Kann man auch mal warten. Der Kollege Dr. Waffel hat wieder mal verschäselt. Okay. Machen wir. Wir machen mal kurz so. Kurze Entspannungsphase. Okay, der Schissel ist da. Das ist alles da. Was machen wir? Wir machen das hier mal weg für eine Shotty. Auch wenn die nicht mehr allzu viel Schuss hat. Hat hier gerade jemand auf mich geschossen? Hat jemand auf mich geschossen, oder? War ich das? Da ist er. Dankeschön. Neue Axt ist auch am Stesi. Flamingi habe ich heute mal zu Hause gelassen, nur damit wir hier so die Pseudo-Triad machen können. Und, um den Triad immer so ein bisschen entgegenzusetzen, Leute. Natürlich jetzt die große Frage, was kann man denn noch auf diesem wunderbaren Discord-Server machen? Und zwar kann man da Fragen stellen. Da kann ich nämlich auch in den höchstwahrscheinlich Runden, weil ich jetzt nicht direkt eine Runde höchstwahrscheinlich gewinnen werde, wie ich mich kenne, weil ich einfach eine kleine Nulpe bin. Die kann ich dann immer schön in die Folgen einbauen oder generell auch einfach mal Fragen so beantworten, um dann ein bisschen mehr und schneller Kontakt zu haben, weil Discord, wie ihr vielleicht wisst, ist ja eine Messenger-App, ne? Also dementsprechend ist das halt nochmal eine Ecke schneller und eine Ecke direkter und ein bisschen persönlicher als zum Beispiel auch Twitter.
Hat er mich gesehen? Nee, der schießt nach vorne. Gut, dann können wir uns schön anschleichen. Dann kriegen wir von dem Kampf, was da übrig bleibt, nochmal ein paar Items auf jeden Fall. Alter. Bei bestes Leben. Oh je, Mini. So, das wird ausgetauscht. Das wird nochmal direkt ausgetauscht. Oh mein Gott, ey, wie viel Zeug liegt denn hier? Gucken, was hat der vor? Gönn dir, bei Fall Damage. Das war ein Schuss. Und wo kam denn dieser Schuss? Oh, der hat tatsächlich nochmal ein Jump Pad gebaut. Der hat es aber eilig, hier wegzukommen. Was ist denn da los? Oder warum wird... Warum? Wer denn? Okay, von oben. Okay, von hinten. Boah, Alter, bist du weit weg. Wo ist der Kollege? Beziehungsweise, was möchte der Kollege noch? Boah, da hinten, da geht's auf jeden Fall ordentlich zur Sache. Genau an der Zone. Als ob die einfach auch bis hierhin geschossen haben, Alter. Der ist komplett crazy. Was ist los bei ihm? Ich habe hier immer noch das Jump Pad von dem anderen, von daher alles okay. Wo ist die nächste Zone? Ne, da hinten geht's auf jeden Fall viel zu krass halt. Nice, einfach mal connected. Gut, easy. Easy connected, der muss eh zu mir reinkommen. Mal gucken. Das nehme ich doch dann mal ganz gerne. Würde ich mal schwer vermuten. Kann man auch mal reingehen in so ein Häuschen, ne? Meine Güte, wenn man sich schon pseudomäßig anstrengt, kann man hier auch mal sich damit kurz auseinandersetzen. Nochmal ein Jump Pad für alle Fälle. Sag mal, teamt ihr oder was ist da los? Die beiden werden sich jetzt auf jeden Fall mal näher kennenlernen, höchstwahrscheinlich. Nice one. Haben wir geschafft. Okay, der hat jetzt auch die volle Belagerung, aber ich brauche auf jeden Fall... Oh, hallo, neue Shotgun. Schön, dich kennenzulernen. Das kannte ich noch nicht. Tatsächlich. Die kannte ich wirklich noch nicht. So, ich guck mal kurz, ob ich hier nochmal das Augenstaub abstauben kann, was ich möchte. So, nice. Wir können Double Pumpen. Wenn wir es könnten. Können wir leider nicht. Das ist das größere Problem von beiden. Nice, okay. Also wir sind jetzt eigentlich ganz gut aufgestellt. Gehen wir nochmal zum zweiten Loot Drop. Equipment ist auch da. Wir sind eigentlich sehr gut aufgestellt, ey. Also wir sind komplett auf Push halt. Richtig hart asozial auf Push eingestellt. Aber wenn wir es hinkriegen, geht es auf jeden Fall. Double Pump kann ich gar nicht. Das ist so mein größtes Problem, Leute. Wir gucken weiter, wir pushen weiter. Da ist einer. Nice one, Alter, was für ein Biest ist das denn? Was für ein Biest ist diese Shotty, bitte? Junge, Junge, Alter, auf Distanz war das schon eine Nummer, ey. Pushen wir mal weiter rein, in Zone kommt jetzt sofort. Da nachladen auf jeden Fall, damit können wir schon mal alle verunsichern, wenn denen halt so eine Omega-OP-Raketenwerfer-Scheiße entgegenläuft. Es freut mich so richtig, dass das jetzt nicht auf Fatal endet, sondern hier irgendwie schön Loot Lake, wo ich natürlich als oberster Push-Arzlack noch gar nicht am Start bin. Schauen wir mal, ob wir nochmal hier einen Kollegen haben, der gut am Start ist. 20 Sekunden, die pusht halt ohne Ende rein. Kommt jemand noch aus Fatal raus? Weil die macht Damage ohne Ende, Leute, die Zone, ne? Also da möchtest du wirklich nicht am Start sein. Wenn es hier irgendwie so ein Sniper-Gott ist, habe ich auf jeden Fall ein riesiges Problem, Leute. Aber wir kriegen das irgendwie schon hin. Ganz entspannt auf jeden Fall. Hier ist wahrscheinlich jemand im Haus, wie ich die Leute kenne. Ja, wir sind eigentlich ganz gut eingebaut hier. Oder ganz gut am Pushen. Oben noch ein Jump Pad. 6 Leute, relativ offene Fläche. Wenig Gebäude zum Verstecken. Macht potenziell Spaß. Aber immer noch ein paar High Grounds, die mir absolut nicht gefallen, muss ich sagen. Geht da hinten was? Ja, da hinten geht was. Da sind auf jeden Fall einige am Start.
Wenn wir uns da auch mal mit hingeben, würde ich sagen, ein bisschen reinpushen. Wenn man dabei drauf geht, hat man's, man sich wenigstens nicht versteckt, Leute. Gucken, ob was mehr. So. Scheißdreck. Okay, machen wir kurz hier das zu. Oh. Gibt noch jemand? Ist der schon hier? Oh Gott! Nice one, okay, haben wir geholt. Machen wir hier jetzt mal ganz kurz die Geschichte. Oh, nee. Ich höre es doch schon. Das wird nix. Ist er schon hier? Ich bin viel zu hart nervös gerade, Leute. Ich bin richtig am Zittern innerlich. 20 Sekunden immer. Auch super. Ist halt jetzt, wenn jemand mit da drauf schießt, bin ich halt RIP, ne? Ach, es ist nur noch ein 1-on-1. Als ob. Als ob! Als ob wir es jetzt zu einem 1-on-1 geschafft haben, Leute. Ich bin so hart am Tryharden hier gerade. Okay, nice. Oh, oh. Ist nicht gut, ich möchte raus hier. Dankeschön. Der nimmt mir das ganz viel ab. So, schauen wir mal. Wo war der? Hier, ne? Nice one! Double Pump God is back! What's up? Alter, sind die Dinger OP? Junge. Junge! Nice one! Leute, ey, First Try Aufnahme fast. Einfach easy einen epischen rausgeholt. Man kennt ihn. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Dankeschön fürs Zugucken. Ich freue mich, wenn ihr auf den Discord-Server kommt. Heute Abend, wie gesagt, gibt es noch den Mobile-Code für euch. Schaut vorbei, kommt dazu. Alles weitere und viel direktere Kommunikation auch mit mir, weil ich schreibe auch seit gestern Abend immer mit ganz vielen Leuten da. Ja, dann in der Gruppe. Joint, habt Spaß, wir sehen uns, haut rein. Bye. Das Video ist vorbei, ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos, mir fällt nichts mehr ein. Tschüss.